Wir waren bereit für ein hartes Spiel. Erste Halbzeit, wir haben gut kontrolliert. Wir haben genug Chancen geschafft, die zweite Tor zu schießen. Und ich hatte in meinem Kopf das Spiel von Heidenheim in Dortmund, wenn sie haben gut angefangen die zweite Halbzeit mit Druck, mit Vollgas, und wenn wir haben bekommen die Unentschieden, was sehr wichtig ist, wir hatten nicht die Kontrolle verloren. Aber ja, zufrieden mit der Leistung, zufrieden mit dem Ergebnis. Auf einmal ging es ganz schnell, dann machen wir das 1-1. Leverkusen hat natürlich davor auch noch die eine oder andere Chance gehabt. Was dann fehlt, um hier richtig zu überraschen, dass wir dieses 1-1 dann einfach länger halten, da kann man nur gratulieren. Und am Ende habe ich es auch meiner Mannschaft gesagt, wir tun uns da nicht schwer, heute zu gratulieren. Das hat nicht gereicht. Das ist heute ein Regal gewesen, in das wir nicht greifen konnten heute. Ich muss was dazu sagen. Also ehrt mich, vielen herzlichen Dank. Aber das Highlight sitzt trotzdem da drüben. Das ist mir fast schon unangenehm. Ich meine, klar, so lange Trainer, aber ich habe ja auch schon mal gespielt mit Aachen gegen Bayer Leverkusen 2 und auch gewonnen damals. Meine Karriere ist eine ganz andere. Und deswegen muss ich wirklich sagen, das ehrt mich natürlich total. Aber ich sollte mich hier heute nicht wichtiger nehmen, als ich bin.